So, yo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde euch heute wieder den neuen Fortnite-Shop zeigen. Das mache ich jeden Morgen und damit meine ich wirklich jeden Morgen. Ich mache das jetzt schon seit über einem Jahr, seit über 365 Tagen. Jeden Morgen gab es hier das Video vom Daily Shop. Also, falls ihr neu seid, lasst ein Abo da, falls ihr hier nie wieder auch nur einen einzigen Skin verpassen wollt. Einfach kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und ja, außerdem haben wir noch Wartungsarbeiten angekündigt bekommen. Ihr seht schon hier unten, ab 11 Uhr gehen die Server offline und kommen dann mit dem neuen Patch V8.4 online. Ich werde euch natürlich wieder darüber informieren, also wie gesagt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an, was heute so Neues in den Shop reinkommt. Oh, der kommt auch schon gleich raus, ey. Das war ja heute mal ziemlich knapp. Glück gehabt. Und dann schauen wir jetzt mal, was da so reinkommt. Und oh, wir haben eine neue Hacke. Okay, okay, okay. Ja, schaut doch okay aus. Oh, und die Panda-Beauftragte ist auch wieder da. Die war schon echt eine Weile nicht mehr drin. Schauen wir uns direkt auch mal die Panda-Beauftragte an. Ich finde ja diesen Backpack ziemlich cool, dieses Bambusbündel. Ich bin auch ein Fan von diesen ganzen Bären-Skins hier als Panda in dem Fall. Diese Bären erinnern mich immer an Fortnite. Dann noch den Federverteidiger. Den Skin finde ich irgendwie ziemlich hässlich. Also, what the fuck, das ist schon einer der hässlichsten Skins überhaupt. Ist halt eher so ein Troll oder so ein Fun-Skin. Den Schneebesen habe ich mir nicht mehr gekauft. Aber ich fand dieses Flattervieh, das fand ich ziemlich cool. Einfach dieser mega derpy Gleiter. Ich weiß, auch das ist jetzt nicht besonders hübsch, aber das fand ich irgendwie ziemlich lustig, so als Gleiter. Ja, der Skin, glaube ich, kein Must-Have-Skin. Kommen wir schon zur rechten Seite. Was auf jeden Fall ein Must-Have-Item ist, ist der Elektroschaffe-Dance. Bevor ich ihn euch zeige, scrollt gerne mal schnell runter und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch hier gefällt, dass ich euch jeden Morgen den Shop zeige. Leute, Support ist kein Mord. Und ja, dann schauen wir uns jetzt mal an. Der Elektroschaffe, richtig geiler Tanz. Ist zwar nicht unter meinen Top-Favoriten, aber immer wenn ich frage, so, yo, was sind eure Lieblingstänze, dann ist der Elektroschaffe immer ganz oben mit dabei, also die Community scheint den sehr zu mögen. Dann haben wir noch die Wollemeisterin, ist, finde ich, eigentlich ein ganz schicker Skin, ist ein bisschen sommerlicher. Dann haben wir noch voll ablachen, diese Esel-Lache. What the fuck, ey. Immer wieder aufs Neue, ja, ich finde, der Preis ist in Ordnung und es ist halt mal was ganz anderes. Bevor man sich den 3-millionsten Dance holt, würde ich mir eher mal Sony-Mode hier holen. Dann Marino, schaut auch eigentlich ganz chillig aus. Den Backpack finde ich mega hässlich mit diesen Bananen dran. Aber der Skin sieht eigentlich ganz bosshaft aus. Die Farbe von seinem Brustpanzer da, die finde ich nicht so geil. Aber ansonsten ist der eigentlich ganz gechillt, der Dude mit diesem Helm hier. Und dann jetzt das Highlight des heutigen Tages, und zwar die Hacke der Entspannung. So eine Palme mit ein paar Kokosnüssen dran. Ja, schaut optisch erstmal ganz okay aus. Hören wir uns mal an, wie sie klingt. Ja, ich wollte gerade sagen, boah, das ist ja fast wie normal. Es klingt so ein bisschen, diese Kokosnüsse. So ab und zu, nicht jeder Schlag, aber ab und zu hört man, dass da so mehrere Kokosnüsse dran sind, die so gegeneinander schlagen. Jetzt nicht der krasseste Sound, aber ich finde, die schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also schaut mal komplett anders aus als alle Hacken, die wir bisher so hatten. Deswegen, ja, sticht die auf jeden Fall raus. Kann ich also definitiv empfehlen. Und ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord. Gerne den Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop eintragen. Wie mein Kanal Snox und ein kleines I ans Ende dran. Ja, wäre mega lieb, falls ihr mich da supporten wollt. Ist kostenlos, dauert nur eine Sekunde. Wenn ihr in-game seid, tragt das gerne schnell ein. Und dann kommen wir jetzt noch schon, dann kommen wir noch zum letzten Slot des heutigen Tages, und zwar Truppenschnitt. Hört sich auf jeden Fall ein bisschen besonderer an als der Sound eben, halt weil es ein bisschen metallener ist. Aber ja, 500 V-Bucks gehen dafür auf jeden Fall klar. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid und ihr hier nie wieder auch nur einen neuen Skin oder eine Hacke oder ein Gleiter oder was weiß ich verpassen wollt, lasst gern ein kostenloses Abo da. Einfach kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken und gerne auch diese kleine Glocke daneben aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich morgens immer eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Lohnt sich also schnell hier die Glocke zu aktivieren. Und jo, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und jo, dann habt noch einen entspannten Tag. Macht's gut und rein. Tschüss.